Guten Morgen, Will. Wie Ich geht grüße es? dich. Wie geht's mit Ihnen? Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Ich habe gut geschlafen. Ich hoffe, du auch. Ja. Ja, und wir machen ja jetzt ein tolles Interview, oder? Ja. Ja. Das Grund, warum ich Sie eingeladen habe, ist eine schöne neue Single von Sie. Ja. Ja, ich freue mich, dass die Single so gut ankommt. Ja, und die läuft rauf und runter in ganz vielen deutschen und holländischen Sendern und ja, bin ganz glücklich darüber. Ja, ist ein schöner Song. Du, ich liebe dich. Ja, das ist das Schönste, was man einem Menschen sagen kann, mit dem man zusammen ist, oder? Ja. Wie hat das Text geschrieben für diesen Song? Das, Moment. Das ist ein Herr Reimers und ein Herr Berger. Aha. Bist du ein... Ich habe gelesen auf Ihrer Webseite, Sie sind eine Sängerin mit Herz und Humor. Ja. Erzähl was. Das stimmt auch. Erzähl was. Ja, also zuerst einmal, sämtliche Lieder, die ich schon gemacht habe, erzählen ja alle von der Liebe. Ja? Und deswegen mit ganz, ganz viel Herz ist dabei und ganz, ganz viel Liebe. Ja, und das ist immer ganz wichtig. Ja. Und wenn ich auf der Bühne stehe, dann darf natürlich der Humor auch nicht zu kurz kommen. Und da muss man dann halt sich jemanden auch mal aus dem Publikum holen und mit dem mal ein bisschen Spaß machen und so. Auf jeden Fall, der Spaß auf der Bühne, der soll natürlich auch überspringen auf die Zuschauer oder beziehungsweise auf die Zuhörer dann, ne? Wie lange sind Sie beschäftigt mit dem Singen? Ich habe schon angefangen als kleines Kind im Hessischen Rundfunk in einem großen Kinderchor und habe dort Stimmbildung bekommen und Gesangsausbildung. Und Musik war schon immer, ja, irgendetwas, was einem hilft in sämtlichen Lebenslagen. Mhm. Und deswegen, das mache ich schon seit Kindheit an und das verfolgt einen halt ein ganzes Leben lang. Musik ist halt eben... Was fürs Herz. Ja. Sie haben Konservatorium gemacht bei dem Hessischen Rundfunk. Ja. Und das war ganz anders. Beim Hessischen Rundfunk? Ja, aber die Konservatorium, das war ganz anders, was sie heute singt, oder nicht? Ja, natürlich, das waren ganz andere Sachen. Da haben wir natürlich auch viel die klassischen Sachen gemacht, ja. Und sind auch hier in Frankfurt in der Oper mit dem kompletten Chor mit aufgetreten, in Dresden in der Semperoper und haben so Touren halt auch gemacht. Das war schon ein sehr großer Chor, ja. Mhm. Und nachher hatte sie gesungen beim Duo, ein Trio, ein Quartett. Sie haben verschiedene gemacht. Ja, genau. Ich habe dann irgendwann später dann auch in Chören, in anderen Chören halt noch gesungen. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der als Alleinunterhalter praktisch unterwegs war. Mhm. Und dann habe ich mit ihm praktisch 15 Jahre lang, sind wir halt auch durch die Weltgeschichte gefahren und haben halt unsere Musik unter die Leute gebracht. Mhm. Und dann kam vor 9 Jahren, kam dann ein anderer Produzent, also ein anderer wie den ich jetzt habe, der kam auf mich zu und sagt, Sandy, was meinst du? Du hast so eine tolle Stimme. Wollen wir nicht mal zusammen einfach mal so eine Solo-Geschichte starten? Ja, und so fing dann meine Solo-Karriere praktisch an. Ja. Was ich auf Ihrer Website gelesen habe, Duo Diamond, das ist davor, was vorher war. Genau, das war ich mit meinem Mann zusammen. Genau. Das war mit Ihrem Mann. Das macht Sie heute nicht mehr? Nein, mein Mann ist heute praktisch der Techniker, der mit mir fährt. Wir stellen praktisch ja auch die Anlage dazu und der kümmert sich praktisch darum, dass die Lieder laufen, dass alles perfekt ist, dass ich gut ausgeleuchtet werde, dass ich ein paar Effekte noch mit dabei habe, wie zum Beispiel noch ein bisschen Nebel oder ein bisschen Konfetti oder solche Geschichten halt. Hm? Aha, Sie haben ein gutes Mann, ne? Sie sorgen viele für sich. Ich habe den besten Mann der Welt. Und aus diesem Grund ist auch damals dieser Song entstanden, Du bist der Mann aus meinen Träumen. Den hast du bestimmt auch bekommen, ne? Ja, das ist Ihr Mann, Ihr Manager, Ihr Techniker?
Ja, genau. Ja. Aber 2009 sind Sie angefangen mit der Solo-Karriere. 2009, ja, genau. Ja. Was war denn Reden dazu, um anfangen mit dem Solo-Karriere? Das war, wie gesagt, dass ein Produzent auf mich zukam und gesagt hat, möchtest du nicht mal alleine was starten, eine Solo-Karriere? Und mein Mann zu der Zeit halt auch schon dann gesagt hatte, ach du, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr so zum Singen, ich würde viel lieber mich nur um die Technik kümmern. Ja, und so ist das dann entstanden. Da haben wir dann halt die ersten Songs gemacht. Aha. Was ist Ihr Lieblingsstil von Musik? Mein Lieblingsstar, ja, da gibt's, ja, mein Ja, das ist Lieblingsstar ist, eine schwere Frage, ne? ja, das ist so schwierig, weil ich finde einfach, Musik an und für sich ist einfach so was Tolles und jeder Musiker und jeder Sänger oder jede Sängerin drückt etwas anderes aus mit ihren eigenen Songs. Von daher kann ich das eigentlich gar nicht sagen. Das ist immer gefühlsabhängig auch, ob ja, was ich jetzt halt gerade toll finde. Ja, also ich habe jetzt keinen speziellen als Vorbild oder als Lieblingssänger oder so. Ich höre eigentlich alles an Musik. Das ist ganz egal, ob das Klassik ist oder ob das Pop ist. Ich höre auch ganz gerne mal Rockmusik. Also, es ist eigentlich so querbeet, ja. Aber ist es auch schwer im Moment in Deutschland? Ist viel Angebote von Musik und von Leute, die singen, ne? Das stimmt. Das stimmt. Das ist genauso in Holland, genauso in Belgien, in Spanien, überall ist das. Ist das so auch in Deutschland? Ja, das ist so. Also es ist unheimlich viel, was angeboten wird auch. Und ja, deswegen, man weiß eigentlich gar nicht, wofür man sich dann entscheiden soll, ne? Ja. Was sind noch etwas mehr Planen für dieses Jahr 2020 für Sie? Also geplant habe ich auf jeden Fall vorneweg noch mal 2 bis 3 neue Titel. Sind auch etliche Veranstaltungen schon mit mir, wo ich aber die Termine auf jeden Fall alle immer auf die Homepage aufstelle. Und da kann ja jeder dann mal drauf gucken auf www.duodiamond.de. Ja. Und da wird dann praktisch alles bekannt gegeben. Und ja, ansonsten haben wir eigentlich ganz gut zu tun. Und ich hoffe halt, dass die nächsten Songs dann auch bald kommen werden und dann, ja, und dann sehen wir weiter. Vielleicht habe ich ja dann auch mal die Möglichkeit, nach Holland zu kommen oder nach Belgien oder, ja, mal sehen. Oder wahrscheinlich nach Spanien. Oder nach Spanien, ja. In die Sonne. Ja, in die Sonne, ja. Ja. Ich danke Ihnen für Ihr Gespräch heute Morgen. Und zum Abschluss ein letztes Wort von Ihnen an alle Zuhörer und dann gehe ich liebe dich abspielen. Ja, dann grüße ich erstmal alle Zuhörer von dir, lieber Will. Ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview. Es hat mir riesig Spaß gemacht und ich freue mich sehr, dass du meine Musik.